zeige euch heute, was man mit so einem Mandarinentierchen macht, wenn Weihnachten vorbei ist, hier. Und zwar, wenn das anfängt, erstmal so einen Hals kriegt, ne? Und anfängt zu brennen, ungefähr so. Das wäre im Übrigen nochmal das Mandarinentierchen, weil ihr demnächst auch beim Home-TV-Koch seht. Dann macht ihr das so, den Kopf, den haltet ihr im Wasser, ertränkt es. Abklopfen nicht vergessen, sonst hat eure Mutter die ganze Bude voll. Dann nehmt ihr das Schwanzstück, schreckt euch im Mund und schön die Nadeln raus, aber Vorsicht, die sind spitz. So, dann haben wir hier das Andarinchen liegen. Dann nehmen wir so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger Küchenpapier, legen das hier drauf und Achtung, das ist kein Zaubertrick. Die Mandarine ist immer noch da. Dann nehmt ihr einen handelsüblichen Hammer. Und haut zwei, dreimal da drauf und dann ist das Andarinentierchen tot. Ihr könnt das schön in eurem Weihnachtspunsch machen oder sonstiges oder ausfitzen. Schön in das Glas Wasser. Und habt dann schön Orangen da. So, bis dahin, das war das 20. Türchen. In 4 Tagen ist Weihnachten und wir sehen uns dann wieder. Tschüss! So, hallo, herzlich willkommen zu HomeTV Weihnachtskalender. Mein Name ist Louis Langhans und ich glaube, wir machen das 21. Türchen. Und da habe ich mal eine kleine Aufgabe für euch, und zwar habe ich hier dreimal Bälle. Na, die könnt ihr euch mal angucken kurz. Und zwar vermische ich die jetzt mal ein bisschen. Und ihr sagt mir jetzt, wo der braune Ball ist. Ist der hier? Da? Oder da? Richtig, hier hinten. So, also nein, Quatsch, das war ein Spaß. Und zwar habe ich einen Gast da eingeladen. Ja? Mein Partner im Moderatorenteam, und zwar den Peter P. Enes. Und der wird heute was ganz Witziges neben mir machen. Ja? Peter, hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Alles da. So. Und er hat hier ein bisschen einen Krug mit Bier. Ich hatte schon ein bisschen Durst, deswegen ist das hier... No way. Ja. Und ich werde jonglieren versuchen. Und er versucht, das Bier auf relativ Ex zu trinken. Wie schnell liegt in seinem eigenen Ermessen. Er kleidet sich hier nochmal neu ein. Ist nass ein bisschen, oder? Ja. Das kommt aber von vorhin, da war ich mit Thomas nochmal weg. Achso. Ja. Ich würde sagen, ja, wir versuchen es halt zu kein Loch oder doppelte Boden oder Faden oder irgendwas. Nee, nee. Ja, das ist alles original. Ne? Ja. Ja, ich würde mal so, also wenn du anfängst, höre ich auf. Gut, alles klar, ich verleihe. Kannst aufhören. Ja, ja. Ich bin ach, gut, alles klar. Völlig am Aufhören. Prost! Hä? Da kann mir nebenbei eventuell auch sogar ein Weihnachtslied singen. Rudolf the Red Nose Reindeer, Peter singt mit. Had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it closed. Oh, das war auch langweilig. So, da habt ihr gleich noch beigebracht bekommen, wie man richtig pflegt hier. Du Drecksau. Und damit ist das 21. Türchen auch geschafft. Der Peter, der kotzt gleich. Und deswegen sprechen wir das jetzt auch. Komm, wir hochfällt. Ist die da? Tschüss. Schlotte! Nee, jetzt mal ohne Kram. Herzlich willkommen. Einmal Bildschirm, 22. Türchen. Hm? Gell? War so, mir so.
Wir malen jetzt was dual mit Stiften und Beweisstück A. Ja, ein bisschen um die Wette. Mal gucken, was rauskommt dabei. Genau. Auf die Stifte fahre ich los. Oh, jetzt habe ich aber hier einen Start verpasst. Was mache ich? Was machst du? Guck nicht ab, Mann. Probier doch mal das. Das ist dual. Das ist gar kein Stift. So, jetzt kriegt ihr hier unten noch eine Maserung. Bei so einem Baum. Maserung. Der hat wohl einen Abflug gemacht. Ja, da ist jetzt schon mal ein Stift weg. Jetzt haben wir hier noch, was haben wir noch? Was haben wir denn hier nochmal? Ich mal einmal hier, oh, gelb. Sieht man das Geld nicht? So ein bisschen gelb, auch da. Oh. Ja, ich male hier die Sonne noch ein bisschen aus, hier so drumherum. Weil Sonne ist ja meistens gelb. Das ist ja genau auch wie mit der Zukunft. Die kommt ja auch meistens auf einen zu. Ja, genau wie die Vergangenheit ja auch im Prinzip gestern war. Ja. Du malst Männchen sogar. Mit Bart, das wird der Weihnachtsmann bestimmt. Habe ich das richtig erwartet? Richtig, das wird der Osterhase genau lernen. So, hier malen wir noch ein paar Strahlen, also Dings dazwischen. Hier und so. Jetzt brauche ich hier nochmal. Ja, schwarz nochmal. Hier kommt nämlich auch noch ein Schornstein hin, wo der Weihnachtsmann durchkrabbeln kann. Also da passt mein Weihnachtsmann 1A durch. Ja, der ist ja auch nicht dick. Der macht ja auch Rainwatchers. Ach so. So, hier raucht es auch gewaltig aus dem Schornstein. Jetzt brauche ich vielleicht auch nicht. So, fertig. Und jetzt kommt der Hammer. Ja? Die von uns gerade gemalten Bilder. Was machen wir damit? Auch handsigniert, ja. Ach so, ja, stimmt. So, schön unterkritzelt. Und was machen wir denn mit den Bildern jetzt? Die, jetzt kommt der Hammer, das war jetzt das 22. Büchchen, ne? Also wird das, denke ich mal, heute, neben morgen noch drin sein, und zwar bei eBay, wenn wir die für einen guten Zweck verkaufen. Ja? Startgebot liegt bei 1 Euro. Gratis zu dem Bild gibt es auch noch diese tollen Tiermagneten. Ja? Bei mir war das Kentrosaurus und der Velociraptor. Bei mir wäre es der Petrosaurus und der Papagei. Genau, die gibt es noch dazu. Da könnt ihr euch das nämlich schön daheim an den Kühlschrank dran bammeln. Ja, spendet fleißig. Und dem noch nicht genug. Und zwar, wer so die Folgen von uns ein bisschen verfolgt hat, da hatten wir in der so ziemlich in der ersten Staffel hatten wir so ein kleines goldenes Mikrofon vor uns stehen. Das wird separat auch noch in der Auktion versteigert werden. Und dann haben wir noch, also die Originalrequisiten, also quasi das Mikrofon. Und dann hatten wir doch neulich unsere Home TV Charts. No.
Und die CD, da ist, ist im Prinzip ein Rohling, aber das Cover ist schön, weil das haben nämlich unsere Kreativteam selbst gemalt. Und die versteigern wir auch noch. Ja, sonst guckt einfach mal, gebt da einfach mal HomeTV 1 ein bei eBay und dann werdet ihr schon sehen, was da alles noch so drin ist von uns. Ja, ansonsten, also es war jetzt kein Scherz, wir filmen dann sogar, wenn wir dann den Betrag, auch wenn es nicht viel sein wird vielleicht, da filmen wir dann wirklich, wo wir das hingeben, wo genau wissen wir noch nicht, das denken wir uns noch aus und das schreiben wir dann auch bei der Auktion dann schön mit hin. Genau. Und ja, damit würden wir sagen, lange genug dauert jetzt, oder? Genau, 2 Tage noch, dann ist Weihnachten. Mhm. Morgen dann für euch der Koch. Der kocht so ein kleines Weihnachtsessen für euch, freue ich mich schon, aber haben wir jetzt schon ein bisschen Hunger. Ja. Das werden wir dann in der Redaktion verspeisen. Genau. Gut. Okay, dann. Arrivederci. Ahoi, Heidi. Ciao.